Oh, sitzt der arme Gary Weasley immer noch auf den kalten Fließboden. Also wenn er einen Blasentzündung bekommt, ist er selber dran schuld. Und ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Ich weiß gar nicht, was ich in der letzten Folge gesagt habe, welche Aufgabe wir als nächstes in Angriff nehmen, aber ich nehme es einfach mal die Aufgabe, die ausgerüstet ist. Hier wissen wir, dass ich am Tag besuchen. Ich glaube, es fehlen ja insgesamt glaube ich noch zwei Flüche, also Zaubersprüche, ich glaube. Die Transformation hatten wir. Die Transformation hatten wir in der letzten Folge. Ich glaube, Bombarda ist es gewesen. Bombarda war doch eigentlich. War das? Tierwesenunterricht? Ja, das ist einfach mal überraschen. Was ich mich auch noch frage, ist, wozu brauchen wir Transformationen so richtig? Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, oh Gott. Ja, wir ziehen nicht gleich ab. Oder warte mal, wir ziehen nicht jetzt ab. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich irgendwelche Gegenstände gesehen habe und ich wusste, wie ich diese verzaubern sollte und ich weitergekommen bin. Und ich jetzt den Schluss daraus ziehen sollte, dass ich Transformationen zaubern sollte. Grace Pinch Smedley, kennen wir die oder kennen wir die nicht? Hallo Grace, was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ah ja. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Fangen wir an. Ja. Bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Ich habe Angst. Achso, habe ich ja schon. Akio. LOL. Ich habe wirklich Angst. Und nein! Auch 20, okay. Natürlich. Oder? Na. Ha, so wird das gemacht. Okay. Nein! Oder? Nein! Oh. Beeindruckend. Wow, ich habe 30 bekommen. Gesehen. Nee. Und. Scheibenkleister. Beeindruckend. Offenbar habe ich gewonnen. Oh! Verdammt. Kann ich das nochmal machen? Ich will es nochmal machen. Wie es aussieht, hast du es diesmal nicht geschafft. Noch eine Runde gefällig? Ja, auf jeden Fall. Legen wir los. Geh in Position. Ja. Bin ich dran? Muss eigentlich nur 100 erreichen, ne? Ja. Medi hat jetzt auch nochmal 100. Ha, so wird das gemacht. So. Beeindruckend. Ich habe ja eigentlich sowieso gewonnen, ne? Eigentlich. Offenbar bin ich besiegt. Ja. Man muss halt nur wissen, wann man loslassen muss. Sehr schön.
gut gemacht. Tauchen, Akio-Duelle, es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Habe ich nicht ihr... Wollte sie nicht irgendwas für die Meeresmännchen haben, was ich ihr nicht gegeben habe? Gut gespielt. Aber du hast gut gespielt, Grace. Das ist ein bisschen einschleimen. Nicht gut, nicht wahr? Nur eine Schülerin hat mich je geschlagen. Sie ist sehr gut, aber wenn du so spielst wie gegen mich, hast du vielleicht eine Chance. Natürlich. Ach so. Am Tage. Wir haben nur noch Tag, oder? Oder warten wir es einfach mal? Anne geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Ja. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Hatten wir nicht das schon? Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr... Ich dachte, wir hatten das schon alles uns angehört. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Ja. Aber ich möchte gerne trotzdem erstmal Bombarda. Ja. Sag mal, bin ich jetzt ganz schön doof? Ach so, ja. Kann dem besten Zauberer auch passieren. No, sind die süß! Der Niffler da oben. Oh, ich könnte die... Ich habe zwar selber Mondkälber, aber trotzdem... Das ist ein Niffler-Baby, oder? Das ist ja cool. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Geht ab, also ist aber niemand mehr da. Ich bin kein großer Fan von all dem Dung in diesem Fach. Okay, können wir mit irgendjemandem reden? Sebastian? Nein. Gut, dann reden wir einfach mit der Lehrerin. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen... Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ja, Professor. Das werde ich. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Lieber nicht. Gut. Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Okay. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Oh, verdammt. Wie peinlich. Gut gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Okay. Das ist Bombarda. Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Okay. Professor, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Ich möchte gerne mehr in Ihrem Privatleben rumschnüffeln. Warum interessieren Sie sich für Tierwesen? Professor, was hat Ihr Interesse an Tierwesen geweckt? Denken Sie darüber nach, in diesem Bereich tätig zu werden? Tierwesen sind spannend. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich finde Tierwesen faszinierend. Sie gehen in meinem Unterricht gut mit den Tierwesen um. Ach so? Ich glaube, bei der Berufswahl, vor allem im akademischen Bereich, muss man sowohl die Begeisterung für ein bestimmtes Fach in Betracht ziehen, als auch, wie gut man den Schülern dienen kann, die man nicht nur lehren, sondern auch inspirieren muss. Natürlich, Professor. Wann wurde Ihnen Ihr Weg bewusst? Ich erinnere mich genau. Es war der Sommer zwischen meinem 6. und 7. Jahr. Okay. Ich las im Propheten über einen Zauberer, der Okami-Eier verkauft hatte und in den Bergen in der Nähe meiner Heimat verschwunden war. Natürlich wusste ich dank meiner Studien über Okamis Bescheid. Doch sind sie in Ländern östlich von hier heimisch, in Indien etwa.
Ich habe mich gefragt, ob es möglich war, dass ein Okami so nah bei uns hauste. Also ging ich es suchen. Was ist ein Okami? Okami war ja so ein schlangenförmiges Federtier. Was für ein Geschöpf ist ein Okami? Oh, es ist prächtig. Ach, genau. Ein gefiedertes, geflügeltes, schlangenähnliches Wesen, das je nach Bedarf wachsen oder schrumpfen kann. Seine Eier bestehen aus reinem Silber und sind daher sehr begehrt. Der Arme. Ein Okami zu finden klingt schwer. Ja, nicht leicht, ein Okami in den Bergen zu finden. In der Tat. Nach einigen Tagen, in denen ich meine Eltern durch Abwesenheit verärgerte, fand ich die spärlichen Überreste des eierhandelnden Zauberers. Oh. Er lag neben einem hohlen Baum und in dem Baum war ein Nest mit 7 silbernen Okami-Eiern. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Nichts. Tierwesen sollten dafür geschätzt werden. Habt ihr meinen Blick gesehen? Was sie Zauberern bieten können. Schutzkleidung, Trankzutaten, sogar Zauberstabkerne. Nur Wilderer sehen Wert darin, Tierwesen für Galeonen zu töten. Ich ließ die Eier in Ruhe. Ich versteckte mich. Kurz darauf flog das Wesen über meinen Kopf hinweg. Atemberaubend. Als es seine Größe der Höhle anpasste, schien es geradewegs zu verschwinden. Das klingt unglaublich. Ja, in dem Moment wusste ich, dass ich so viel über Tierwesen lernen musste, wie ich nur konnte, auf dass die Welt der Zauberei angemesseneren Nutzen aus ihnen ziehen würde. Nun, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Es wäre weise, das Studium der Tierwesen fortzusetzen, egal wie Sie sich letztlich entscheiden. Tierwesen und alle ihre Gaben können ihr Leben nur verbessern und es sogar eines Tages vielleicht retten. Das werde ich mir merken, Professor. Danke. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Erzählung. Der Explosionszauberbombarder richtet schweren Schaden an und löst eine starke, großflächige Explosion aus. Das klingt doch gut. Oh, ja. Bombarder, ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten sie jedes Mal zaubern. Schön. Sicher und souverän. Oh ja, damit werde ich sehr viel Spaß haben. Sehr, sehr viel Spaß. Rebellion. Aber hier haben wir nichts weiter, nicht? Ja. Also wird es sehr schwer werden, die letzten Truhen und letzten Handbuchseiten zu finden. Ja, gefühlt habe ich ja schon alles abgeklappert, aber nun gut. Würde ich sagen. Können wir mal kurz in den Raum der Wünsche zurückkehren? Rein theoretisch müssten ja meine Hippogreife und mein Fupa soweit fertig sein mit dem Brüten. Da kann ich gleich die Niffler dort reinstecken. In das Zuchtgehege. Wo Zucht und Ordnung herrscht. Da. Oh. Ba, 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 ba. Oh Gott. Sieht. Also. Irgendwie sieht es ein bisschen verschoben aus, oder? Es war ein Shiny, aber ich habe mir das. Aber ich will es überhaupt nicht oberflächlich sein. Aber irgendwie ein bisschen niedlicher vorgestellt. War ich gerade Hippogreif-Shaming? Anscheinend, ne? Das soll ein Shiny sein? Obwohl, ne? Es gibt ja auch die Geschichte des hässlichen Endlines. Obwohl ich das ja nie... Guck mal, wie du mit der Hand getroppelt kommst. Ja! Ich weiß. Das ist so niedlich. Ja. Obwohl, das hässliche Ende war ja eigentlich nicht hässlich, was aber dann wunderschön wurde. Vielleicht braucht es einfach nur ein bisschen. Oh, sie ist sauer. Weil ich die Tochter beleidigt habe. Oh, ja, hallo. Ja, hallo. Ja.
Ja. So. Dann nehmen wir als nächstes die Niffler. In 30 Minuten. Dann haben wir noch die Mondkälber. So. Gibt es aber eigentlich andere Hippogreife, die man noch fangen kann, rein theoretisch? Oder sind das die einzigen beide? Ich bin immer stolz auf meine gebrauten Getränke und Tränke, ja. So. Guck mal, da rennt es schon. Warte mal. Guck mal, wie das rennt. Oh, ist das niedlich. Und ist das süß. Hallo. Da. Du kleine Schnurzi-Purzi. Ne? Ja, ihr habt alle Hunger. Ich verstehe schon. Ist das fucking niedlich, Alter. Entschuldigung. Ist halt so niedlich. So, du brauchst noch was für Essen? Ja, du kleines Bauzi-Bauzi. Oh, ist das niedlich. Bist du süß? Ich liebe... Guck mal, wie süß es gerade gesprungen ist, um das letzte Stück von dem Futter zu holen. Oh. Ah. Entschuldigung. Er geht da. Da brennen meine letzten Synapsen durch. So. Beschwörungs... Achso, habe ich schon ausgerüstet. So, ich möchte gerne für euch... Genau, eine Tierwesen-Futterstelle. So. Guck mal, wie das rennt. Ich fress den Besen. Ich fress den großen Besen. Aber wie lange brauchen denn die eigentlich, um erwachsen zu werden? So. Du bist auch ganz niedlich. Jo, mein kleines Schnurzi-Purzi. Achso, warte mal, wo ist denn hier? Ach, da. Guck mal, wie das rennt, ist das. Aber es war die ganze Zeit bei der Mutti. Jetzt rennt es wieder weg. Rennt es wieder hin. Also ich brauche hier auf jeden Fall ein bisschen Licht, ne? Weil ich sehe die nämlich alle gar nicht. Achso, die ist ja auch dort drin. Ich habe die ja gerade dort reingesteckt. Ja, kann ich auch lange suchen. So. So. Den haben wir denn jetzt hier noch. Wir haben hier eigentlich die Frösche, ne? Ja, ich kann dich ja auch hier voll in die Zucht stecken, ne? So. Und da noch eine Tierwesen-Futterstelle. So. Auch 30 Minuten. Das ist ja cool. Das sieht voll cool aus. Aber haben wir jetzt hier, warte mal, noch andere Tierchen? Ach stimmt, wir haben hier... Stimmt, die haben wir noch.
Ansonsten haben wir alle, oder? Wir haben halt noch die Knuddelmuffs, ne? Die müssen wir noch mit reinschmeißen. Aber ansonsten... Ich muss mir mal das Hippogreif-Baby angucken. Weil ich weiß nicht, lieber auf den ersten Blick oder auf den zweiten Blick. Warte mal, wo ist es denn? Du hast ein sehr schönes Baby gemacht, Wolkenschwinge. Oh, ich brauche noch ein Dirikal. Aber sieht ein bisschen aus wie... Ich weiß nicht. Obwohl, ich glaube... Oh, guck mal, wie süß die mit seiner Mutti stellt. Aber ich glaube prinzipiell... Es liegt nicht an ihr, sondern an Piepmetzen allgemein. Weil die sehen ja also prinzipiell nie schön aus als kleines Baby. Also ich meine, ich finde sie niedlich. Manchmal. Aber ich glaube, das liegt nicht an ihr. Nö, es liegt nicht an dir. Es liegt an mir. Ich bin das Problem. Ah, die sind so niedlich. Schaut euch diese Äuglein an. Ja. Ach. Achso, Niffler. Stimmt, Niffler habe ich jetzt rein. Dann machen wir noch die Mondkälber. Dann können wir nochmal die Hippogreife in die Brut stecken. Um zu gucken, ob vielleicht eine andere Farbe da rauskommt. So, warte mal. Haben wir hier noch irgendwas zum Identifizieren? Ja, eine Sache. Rabenschwarzes Gewand. Oh, war das Outfit? Ja. Das sieht ein bisschen aus wie eine alte Omi. Ich möchte gern wieder meinen Herodonia-Umhang haben. Die Tracht des Hochlandentdeckers, genau. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge die Poppy-Aufgabe. Ich glaube, wir mussten sie ja, wo mussten wir sie denn treffen? Ich glaube, bei, war es bei den drei Besen? Ah, ein Hogsmeade, genau. Ein Hogsmeade ist es gewesen. Da werden wir uns auf jeden Fall hinbegeben. Und werden mit ihr sprechen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht dann gleich eine Quest mit abstauben. Aber ich glaube es eher weniger, weil ich glaube, das sagt uns nur, dass wir uns sprechen wollen. Obwohl wir ja schon mit ihr gesprochen haben, damals. Aber nun gut, vielleicht haben wir Glück und... Ja, werden uns einfach mal überraschen lassen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.